Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Grounded. Vielleicht schaffen wir es heute ja endlich, unsere Tausammler oben auf die Plattform zu setzen, sofern wir diese dann endlich ausgebaut haben. Ja. Aber wir wollten noch gucken, ob wir hier eine Wand hinter Gesetz kriegen. Ne? Das war gestern noch, glaube ich, das Letzte, was ich eigentlich vorhatte. Gucken, ja. Ob hier eine Wand hinter passt. Müsste aber eigentlich. Ja, ich weiß es noch nicht. Theoretisch. Werden wir gleich sehen. Also N. Jetzt runter. Weil ich N gedrückt habe statt B. N? N. Warte mal, wo ist denn hier? Da ist doch eigentlich das N. Ja. Nee, es ist noch zu dicht dran, so wie es aussieht. Wirklich? Ja. Die sind noch zu dicht dran. Scheibenkleister. Muss ich die nochmal ganz kurz wegnehmen? Dann mach das. Wenn ich dann im richtigen Setup Scheiben. Bin, kann ich das machen. Ich erwähne es nicht nochmal. Besser ist das. So, 1, 2 wollte man nebeneinander stellen, hat man gesagt. Ja. Eigentlich wolltest du 3 nebeneinander stellen, aber du hast das nicht so richtig... 3 funktionieren nicht, weil hier die Wurzel ist. Ja, warte. Moment. Wo sind die Dinger überhaupt? Lalalala. Was waren das? Platten, ne? Ja. Da wollen wir Platten haben. Doch, 3 funktionieren. Nein, weil die so groß sind. Und du zu nah an der Wand jetzt bist. Ganz ruhig. Ja, ich bin zu nah an der Wand, aber ansonsten funktionieren sie. Nein. Kann mich nicht schon, nein, ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Ja, es einfach geht das nicht mehr. Also wenn man ein Bauteil hat, man sich damit bewegen kann. Jetzt wieder. Naja. Okay, ja. Nee, warte mal. Wo baut er das jetzt hin? In die Höhe, in die Luft oder was? Ja. Ist das wirklich in der Luft? Ja. Hängt er das an die Wand dran oder wie? Hm? Nee, an die Wurzel. Okay, alles klar, dann machen wir es anders. Dann hast du recht. Ja, ja. Hatte ich doch. Naja, ich wollte es halt trotzdem nochmal versuchen. So, ich ja, bin ja, halt, schon klar. So bin ich halt. Kennst mich doch. So, ist es jetzt weit genug von der Wand weg oder beziehungsweise dicht genug dran an der Wand? Das ist so ein bisschen problematisch. Hast du die Wände, du hast sie jetzt eingesetzt, oh, ne? Mann, oh, zur Mitte. Ich muss das andersrum bauen. Mit dem Bauen hier in Grounded habe ich echt so meine Problemchen. Obwohl das eigentlich nicht so ganz... Bis jetzt hat es immer ganz gut hingehauen. Ich muss wirklich in warte, die andere Perspektive. Jetzt mauerst du mich ein, ja? So, nach dem Motto, dann kannst du doch in der Ecke sitzen. Ja. Wieso gedacht, nicht? Habe ich mir gedacht, dass du das vorhast. Aber die muss ich auch alle wegnehmen. Das ist tatsächlich ganz gut, dass du das so gemacht hast. Die sind auch nicht ganz jetzt wollen wir mal gucken, ob es noch geht. Nein! Ach, kommt. Kinder, das könnt ihr doch nicht rausnehmen. Es sei denn natürlich, die Wände... Wir haben doch eigentlich noch eine Platte da drüber gesetzt gehabt. Ja, stimmt, du hast recht, da kommt noch eine Wand, eine Bodenplatte hin. Bodenplatte hin. Ja, du hast so recht. Wenn ich nichts habe, aber recht habe ich. Wow. Das ist aber auch nicht immer der Fall, ne? Das wollen wir jetzt mal festhalten. So, eine Bodenplatte und noch eine Bodenplatte. Da hat man dann die aufgestellt immer. Genau. Ja, manchmal muss man sich hier so ein bisschen was einfallen lassen. In Grounded. Das Bauen an sich macht sehr viel Spaß. Sieht auch alles toll aus, was man so bauen kann. Aber es ist halt nicht immer so einfach zu lösen. Obwohl es eine Zeit gab, da war es noch schlimmer. Da haben die Snap-Points nämlich überhaupt nicht hingehauen. Oh ja. Komm, geh noch ein Stückchen. Ganz so einfach wie früher geht es nicht mehr. Ich glaube, ich bin jetzt zu weit von der Wand weg. Ja, sag ich doch. Das ist komisch. Also ich kann nur auf einen gewissen Abstand zur Wand bauen. Hier wäre das jetzt. Hä? Haben wir das nicht gesetzt? Auf nichts so genäht. Wir sehen uns dann in 2 Wochen. Wenn ich mal irgendwann fertig bin. Wäre es aber nicht sinnvoller gewesen, wir hätten erst die Wände fertig gebaut. Oh, bitte nicht wieder mit sinnvoll kommen. Das geht immer schief, irgendwie, bei mir. Wenn du mir mit sinnvoll kommst. Der ist fies. Nein, so meine ich das. Nein, ich hab's nicht so mit sinnvoll. Was meinte ich damit? So. Ein Kommentar. Na. Ein Kommentar. Nee. So, ich glaube, das ist ganz gut so. Nee, eigentlich wollte ich ja die Wände hinterher wegnehmen. Aber wir können sie natürlich auch stehen lassen. Die Wände kannst du hinterher nicht wegnehmen, weil die Bodenplatten an den Wänden jetzt befestigt sind. Ja, vorher war es eben so, dass du das konntest. Das ist ja das Lustige. Aber ich sehe gerade, ich bin hier ein bisschen weit rausgerutscht noch. Komisch. Aber es ist nur die eine. So, mal gucken, ob ich die nochmal neu setzen kann. Etwas weiter an der Wand.
komm, lass mich nicht hängen. Was denn des Wortes? Das ist nicht. Ja, bisschen dichter dran, aber nicht wirklich viel. Okay, aber das reicht, denke ich mal. So, was brauchen wir denn da? Ach, du würdest noch eine Kiesel. Soll ich Kiesel holen gehen? Oder nee, wir wollten eigentlich, war das ja jetzt hier bloß die Vorbereitung, ne? Ja. Wäre ja eigentlich sinnvoll, wir wollten ja Tausammler bauen. Warum ich die Fackel eigentlich dran? Das ist doch ganz hell. Weiß so. Ich nicht, warum du unbedingt noch eine Fackel an hast. Ja, ich hab schon gar keine mehr. Letztes Ziel, das wir uns gestern gesetzt hatten, war ja, oder dass ich gestern mal einfach so in den Raum geschrien habe, war ja, wir bauen Tausammler. Und wir sind ja nicht mal im Ansatz dazu gekommen, welche zu bauen. Aber die brauchen wir ganz dringend, weil es nämlich echt nervig ist, ständig nach Wassertrips zu suchen. Das kostet unnötig Zeit. Nach was? Wassertrippen. Nach Trippen. Ach, guck an. Warte mal. Holz braucht man auch, ne? Fliege. Das war jetzt ein Punkt. Die Fliegen sind sehr komisch geworden, irgendwie. Ich komme jetzt mit Absicht so dicht ran, dass einer auf der Stute kriegen kann, ohne Probleme. Ich glaube, du musst hier den Boden setzen. Ich bin... Ja, mach ihn nachher. Lass uns mal erst mal unser... Oh, Stammfeld auf Kopf. Nicht gut. So. Lass uns mal jetzt erstmal das Material für oben noch holen. Wir müssen ja noch... Du musst hier alles setzen. Ich bin da heute nicht... Ich bin da nicht... Ach, das ist nicht alles. Ich bin gleich da. Ich setze gleich. Ich setze mich gleich ab. Ist heute nicht in meinem... In meinem Interesse. Das ist echt andersrum machen jetzt. Irgendwie speichert der bei mir nicht, wie ich meine Sachen hinpacke. Keine Ahnung, warum. Ja, aber ist eher schon was. Im Moment scheinen sie sowieso am Inventarsystem rumzubauen. Da ging einiges schief die letzten Tage. Findest du? So ein bisschen. Ich hatte bisher keine. Du hast alles wieder abgenommen? Ja. Dampfwänden? Ja. War noch ganz gut. Nein, ja, aber ein Jahr? Ich hatte den einen Boden hinter die Wand gesetzt. Dann wollte ich vor die Reihe selbst, die ich schon hatte, nochmal einen Boden setzen. Aber dann ist die Wand an der hier vorne. Moment, ich war schon bei, ich wollte. Ja, ja. War ich schon raus. Schon klar. Nein, alles gut, wir kriegen ja schon hin. So wie ich das wollte, hat es nicht funktioniert, weil er sonst die Wand hier vorne an der Außenplatte wieder runtergesetzt hat. Das war eine klare und deutliche Ansage. So, was muss ich eigentlich hin? Ach, die Lattensammler. Richtig. Wo sind sie denn? Da sind sie. Aber da brauchen wir noch keine zwei Stück übereinander, ne? Da brauchen wir ja bloß so nebeneinander. Die paar. Die hattest du doch schon gesetzt, so schön. Du willst nur vier? Ja, die reichen für die Latten. Da gehen aber nur... 12 Stück gehen da rein, glaube ich. 16 sogar. Naja, die reichen doch. Ja, also wenn wir dann wirklich mal mehr brauchen sollten, kann ich mir immer noch was überlegen. Was brauchen wir denn dafür? Auch schon wieder Kiesel und alles Mögliche. Natürlich. Wir brauchen erstmal Grasplatten für oben noch. Ja, ich bin doch schon... Ich komme, ich helfe. Ich wollte bloß mal die Latten hier vorne wegräumen. Das hier die noch. Die liegen mich jedes Mal im Weg. Jedes Mal stolpert man darüber. Sollte man nicht machen. Wenn man nicht laufen kann, das ist klar. Das macht so Spaß, ihn zu ärgern. Du ärgerst mich damit ja gar nicht. Ja. Das sagst so, du. Ich weiß das, das ist so. Ja. Wir sind doch immer noch am Hin- und Her-Basteln mit unseren Mikrofon-Setups. Ihr habt es gestern in der Aufnahme vielleicht gehört. Die waren nicht besonders gut vom Ton her. Also zumindest war ich nicht so gut zu hören. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich schlimm. Boah, was ist hier los? Kriegt der Ameisen? Brauchen wir den Rüsselkäfer irgendwie? Da war noch was. Wir brauchen noch 2 Rüsselkäfer. Ja. Ameise weg, ich will den Rüsselkäfer hauen. Jetzt habe ich die Ameise versichert gehauen. Ich bin gleich da, Das sind aber so viele. Ganz viele. Versuch zu flüchten. Ich hab eben den Spaten statt der Speer. Ja. Ich bin geflüchtet. Ich bin auf die Wurzel. Ich wollte gerade sagen, wo bist du? Geh dich nicht. Das weiß ich nicht. So, Speer. Ja. Speer muss aber repariert werden. Reparieren. So. Ich hab nur wieder das Inventar voll. Warum? Sitzen da unten alle. Die Ameisen. Ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Nö, die haben auf jeden Fall kein Agro mehr auf dich. Und daher. Die sind mir eben mitten in den Rüsselkäfer gelaufen. Okay. Also die eine war ist auch in den Rüsselkäfer rumgetänzelt. Ja. Hab ihn leider auch nicht bekommen. Das ärgert mich so. Na gut. Da sind sie da unten. Die Rulanten. So. Ich wollte nicht nach oben gehen. Ruhe da unten. Ja, nochmal eine Baufolge. Ist halt so, ne? Muss ja auch gemacht werden. Lässt sich leider nicht ändern.
Auch wenn ich noch so oft versuche, es einfach nur aus Zicklein abzuwälzen, aber irgendwie spielt sie da nicht so richtig mit. Nö, weil es nicht funktioniert. Weil er genauso gut an der Base beteiligt ist wie ich, von daher. Leute, macht Platz. Ihr geht einem auf den Keks. Ich glaube, die werden wir mal umnieten. Echt jetzt? Okay. War eigentlich nur ein Scherz, aber gut. Wie aus? Ich nehme Hammer. Du nimmst Hammer? Gut, nehme ich ein Speer. Ja, ihr seht schon, das ist im Zweierteam ziemlich cool. Einer hämmert sie, also betäubt sie sozusagen. Und der andere macht sie dann kalt. Im Endeffekt. So, das war die. Ich habe keinen Platz mehr, glaube ich. Ah doch, ich sag, also Ameisenteile passen wohl noch rein. Haben wir sie alle? Eine war da noch, ne? Nee, ich habe sie alle. Achso, du hast die alle. Alles klar. Gut, dann geht's weiter. Hat mal wieder ein bisschen Aufregung zwischendurch. Ist auch schön. Da fällt mir ein, da können wir doch wirklich mal gucken wegen der Ameisenrüstung. Das würde uns beim Grasplattenschleppen natürlich sehr helfen. Wir haben eigentlich einen Ameisenkopf. Du hattest bisher keinen Ameisenkopf? Ich glaube, ja. Ich glaube, der hat uns noch gefehlt. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon gucken. Nee, ich müsste den sogar noch analysieren. Siehst du, das war jetzt auch das fehlende Teil noch. Ich muss ja, aber wir hatten noch oben schon Kisten hingestellt, ne? Die stehen doch alle schon. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Die müssen auch noch umsortiert werden. Oh mein Gott, wir haben so viel zu tun und so wenig Zeit. Hm. So. Also ich doch. Ja, das mit dem Audio-Setup. Ich weiß ja nicht, wer von euch eventuell selber schon mal Let's Plays gemacht hat. Das ist bei uns hier ein relativ komplexes Thema. Weil wir haben das Problem, dass wir halt zwei Leute sind. Wir sitzen direkt nebeneinander. Keine 40 cm Abstand. Wir haben zwei sehr gute Mikrofone, kann man mal so sagen. Die also auch richtig gut qualitativ das machen, was sie machen sollen. Und das Problem ist einfach, den einen aus dem Mikrofon des anderen abzuschalten, weil wir natürlich auch zum einen mal gleichzeitig reden, zum anderen natürlich auch mal ein bisschen lauter werden. Und da passiert das ab und zu mal, dass das eine Mikrofon den anderen halt aufnimmt. Weshalb ich sogar schon versuche, da war der Wecker. Weshalb ich sogar schon versuche, leiser zu reden. Wobei sie das Mikrofon mit dem stärkeren Ausschlag hat, also das stärker aufzeichnet. Was bedeutet, dass sie trotzdem lauter ist, obwohl sie leiser redet. Das ist so eine Sache, die ist ihr nicht so ganz bewusst. Also die ist nicht so ganz einfach, ihr Köpfchen zu kriegen. Aber ich glaube, so langsam hat sie den Dreh raus. Und das bedeutet, dass ich auch wieder ein bisschen normaler reden kann. Nein. Und hoffentlich auch normal zu hören bin, ohne abgehackt zu wirken. Ein Teil kommt sicherlich auch davon, dass das Spiel läuft und dort dann eventuell mal ein paar Sachen passieren für die OBS-Aufzeichnung, wo es dann Probleme gibt. Ich hoffe es zwar nicht, aber möglich wäre es. Aber das werden wir heute dann sehen, weil gestern Abend habe ich auch noch mal gebastelt eine ganze Zeit. Mhm. Und ohne basteln kann er nicht. Ohne basteln kann ich nicht, das ist wohl wahr, ja. Aber ich glaube, es hat was gebracht. Das glaube ich immer, aber in dem Fall glaube ich das tatsächlich mal. So, wollen wir mal schnell ein paar Seile herstellen. Weil wir nämlich ziemlich viel ganzen Fasern in den Kisten haben. Bin übrigens gerade dabei, auch das hin und her zu räumen, so ein bisschen. Das ist schön, ich sortiere hier die Platten. Oh, und ich bin am Verdruschen schon mal. Dann trink doch mal was. Ich habe einen Schluck. So. Getrunken. Jetzt kann ich wieder arbeiten. Nur mit dir? Nein, gar nicht. Doch. Nein, ich bin halt so ein arbeitsamer Mensch. Ich habe keine Zeit zum Trinken. So. Ich will die Kisten hier unten weg haben, wegen der Ameisenangriffe, die ab und zu mal kommen. Habe ich keine Lust drauf. Nicht wirklich, nee. Sind doch witzig. Kann ich mal schnell mein Werkzeug reparieren? Moment. Erstmal den Bogen. Die Fackel kann man nicht reparieren. Angriffe sind doch witzig. Die Axt. Da ist die Axt. Nächste Ladung. Ich ist voll. Ich sortiere aber noch nicht. Das kannst du dann ja später machen, wenn du möchtest. Ist auch so klar. Ich kann es auch machen. Nein. Ich mache das. Wenn du möchtest. Apropos, wir müssen noch gucken wegen der Treppe für Burgel, dass wir das da nicht zubauen versehentlich. Also ich packe so viel wie möglich vorne in die erste Truhe halt rein. Und danach packe ich dann in die zweite Truhe. Wirkt ja so eine gewisse Logik. Ein Bienchen. Genau, das übereinander stapeln irgendwie. Genau über der Base. Guck mal nach oben. Wusste ich, sehe keine Bienen. Ah, hallo, Bienen. Oh, die hat aber einen Stachel hinten dran. Hast du schon mal gesehen? Mhm. Meine Güte. Respekt.
junge Frau. So, okay. Können wir ein paar Fackeln auspacken. Brauche ich ja nicht alle. Da keinen falschen drin gemacht. Doch. Aber wenn der da drin ist, brauche ich nicht die normale, oder doch? Nee, das ist cool. Was war das? Wie kann man ablassen? Muss auch sein. Oh, warte mal, ich habe den Rüssel. Oder hast du noch einen getötet? Nein. Dann habe ich den wohl doch bekommen vorhin. Nein, den hatten wir schon. Ach, den hatten wir schon? Okay. Schade, jetzt habe ich ihn mit dem Aufwand gemacht. Ich habe sie gleich wieder zerstört. Sie treten. Da einfach mal drauf, fertig. Bloß keine Hoffnung zu lassen. Nein. Ja, wenn das nachher alles funktioniert, wenn also die Kameras richtig aufnehmen, wenn die Mikrofone richtig aufnehmen und so, dann wird die ganze Sache auch ein bisschen lockerer. Ich bin halt jetzt ein bisschen angespannt momentan, weil ich immer nicht weiß, läuft's oder läuft's nicht. Gibt es wieder Probleme? Ist wieder irgendwo ein Echo drin, dass man rausfiltern muss oder schneiden muss oder so? Und das in der Nachbearbeitung, die Echos rauszunehmen, ist echt eine Fisselarbeit ohne Ende. Aber wenn das nachher soweit ist, dann werdet ihr mich auch von einer ganz anderen Seite noch erleben. Dann ist er nicht mehr so stocksteif. Genau, dann zieht den Stock aus dem Popo und dann geht er ab hier. Wie Schmitz Katze, der Berliner, ja, die ganze Zeit. Warum, weiß ich auch nicht genau. Ich bin nämlich kein Berliner. So, die habe ich jetzt alle fertig. Ich nehme jetzt hier die Hälter weg. Wenn sie leer sind, kannst du die wegnehmen, ja. Ja, ich kann ja nämlich gleich den Klee und alles aufsammeln. Dann können wir mal unsere Hütte auch nach oben bauen. Soll ich sie mal gleich oben hinstellen? Das wäre gar nicht so verkehrt. Aber und dann vielleicht. Ich stelle erst die Hütte hin und reiß dann die andere ab. Und dann sollte vielleicht da dann auch den Spawnpunkt setzen, ja, weil wir kennen ja dein Problem. Hier fehlt ja noch eine Platte in die Ecke. Da passt keine Platte hin in die Ecke. Ach komm, echt jetzt? Echt. So nett war jetzt, aber dann müssen wir alles mal abreißen. Das passt ja gar nicht. Hm. Da passt auch keine Dreiecksplatte hin. Echt nicht? Wow, das ist ja blöd. Da müssen wir da irgendwas vorstellen. Keine Ahnung, eine Wand oder so bauen. Könnte Dreiecksplatte passen. Ich meine, ich glaube dir natürlich, aber... Wegen Baum. Das haben sie aber wieder. Oh, das war so schön gemacht. Oh ja, man konnte so schön tief reingehen, aber gut, okay. Was ich ist nicht. Ja, machen wir dann einen Zaun hin. Zaun, ja, ist eine gute Idee. Dann ist gut. Dann kann ich erstmal gucken, wegen dem Zelt, da ist es. Wo soll das hin? Erstmal hier so in die Ecke? Schön. Ja. Richtig in die Ecke. Nee. Ja, so, ja? Ja. Weil die Tausender kommen wieder nach vorne, oder? Ja, gucken wir nochmal. So, ich brauche ein Hütchen. Ups, Alter. Neues Menü. Oh, neues Menü. Oh Mann. Guck das an. Ein neues Menü. Spornpunkt setzen. So. Habe ich getan. So, dann auf den Rest die Kiste räumen. Dann bin ich endlich wieder frei, um weiterzuarbeiten. Obwohl, wir wollten noch gucken wegen der Ameisenrüstung, ob wir alles zusammen haben, oder? Ja, ich muss noch den Kopf analysieren gehen. Ja. Guck mal ganz kurz nach, wie viele Ameisenteile wir überhaupt zusammenbekommen. 10, 11. Nee, das reicht noch nicht. Die Teile, warte mal. Pack die Teile und die Käfersachen schon mal so ein bisschen gesondert hin. Damit wir da so ein bisschen Ordnung zumindest dahingehend haben. Dann können wir nämlich wenigstens besser sehen, ob wir schon irgendwelche Rüstungen oder so zusammenbauen können. Ich liebe Blaupausen. Solange Blaupausen noch da sind, kann man durch die Blaupausen fallen. Blaupausen sind Blaupausen. Versuch's nicht, bitte. So, das ist unser derzeitiger Stand, was Eva-Reste angeht. Nette Wortwahl. Also das reicht noch lange nicht. Also da ich es mir ja schon mal rausgeschrieben hatte, was wir für eine doppelte Ameisenrüstung brauchen, wir brauchen zwei Köpfe, 28 Brocken, 22 Pelze, ja, das ist der Milch, 4 Pelz. Drüsen und 4 Seile. Warum schreist du das so? Ich schreie gar nicht. Ich sitze direkt neben dir. Hör das. Ich schreie doch gar nicht. Ob du geschrien hast? Nein. Doch. Nein. Sehr eindrucksvoll und beängstigend. So eine Blödbeere. Er ist so eine Blödbeere. Blaubeere. Blödbeere. Blaubeere. Bitte Mama, lass mich eine Blaubeere sein. Nee. Moment bin ich die Blaubeere. Ja, das stimmt. Wir wollen jetzt nicht vom Thema Haare färben anfangen, oder? Du sprichst schon die ganze Woche darüber. Gar nicht. Wohl. Du sprichst die ganze Woche darüber, dass du die Haare gefärbt hast. So, ich fange hier unten jetzt auch schon mal an, so ein bisschen was reinzubringen. So,
was fehlt denn jetzt? Trockenes Gras. So, wir können nämlich die Latten mal da reinpacken. Was wollte ich überhaupt holen? Weiß ich nicht. Trockenes Gras, aber es ist auf der anderen Seite viel einfacher zu kriegen. Oh, hier ist Sepp. Muss ich jetzt wirklich jedes Mal einsammeln. Die brauchen wir ganz dringend. Und ganz viel Saft, damit wir ganz viele Fackeln bauen können. Und Verbände. Ich sollte dann vielleicht gleich mal meine Taschen ausleeren und meinen Schlafplatz neu setzen. Solltest du machen. Dann kannst du unten den Schlafplatz auch abreißen, wenn du magst. Ja. Ja, wir haben ja uns eigentlich auch vorgenommen, in Zukunft jetzt dann mehr zusammen zu machen. Hier in Grounded ist es halt so, dass wir während der Bauzeit, sage ich jetzt mal, wenn es ums Material sammeln geht, da ziehen wir schon mal einzeln los. Das ist eben so. Aber wenn es dann zum Jagen geht und so, wenn wir irgendwelche Ameisen brauchen, ich sag's gerade, hier sitzt eine. Da unten sitzt eine Wolfsspinne. Hinter unserem Zelt können wir doch runter gucken. Ja. Ja, da sitzt eine Wolfsspinne. Okay. Die schläft. Ja, gut, solange sie schläft, ist ja noch alles. Da kriechen aber noch so kleinere Spinnen rum. Also, da sollten wir am besten nicht lang. Die haben mal alles voll, ja. Ja. Okay. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Wir haben uns also vorgenommen, dann jetzt beim Jagen und so auch immer schön zusammen zu sein. Damit wir nicht so viel schneiden müssen, beziehungsweise damit, wenn wir schneiden, ihr trotzdem alles seht und alles mitbekommt. Denn wir wollen ja nicht, dass ihr irgendwelche spannenden Szenen verpasst. Ja. So, ich hole gerade trockenes Gras. War ja für die Ständer, ne? Irgendwie verliert man immer so ein bisschen leicht das Ziel aus den Augen hier. Habe ich das Gefühl. Findest du? Ja, eigentlich wollten wir ja die Grasplatten oben drauf fertig bauen. Aber das ist alles eins. Also das wird immer alles so wirklich fixiert. Auf eine Sache sind wir nie. Nee, geht einfach nicht. Macht auch keinen Spaß, wenn man mal ehrlich ist. Also die ganze Zeit nur hohen Runterrennen und Grasplatten holen, okay, das ist zwar auch nötig, aber das kann man auch immer so ein bisschen aufsplitten, dass man mal ein bisschen was anderes holt zwischendurch. Obwohl es kein großer Unterschied ist, ob ich jetzt trockenes Gras hole oder Grasplatten. Aber oh, Rüsselkäfer, Nummer 2. Dann nimm mit. Ja, bin gerade dabei. So, das war der zweite. Haben wir auf jeden Fall auch schon, obwohl wir hatten, glaube ich, sogar schon zwei drin, zwei Parts. Oh, das ist der dritte. Ach, guck. Wir haben mal eine neue Quest am Burger holen. Na, komm her. Oh, das war Nummer 3. Und nein, das zählt nicht unter Jagd. Ich muss eh zu Burgle. Das zählt noch nicht unter Jagderfahrung. Musst du noch den Ameisenkopf analysieren. Nur für den Fall, dass ihr das nachher nur hört und nicht seht. Ja, das musste schon seit gefühlt am Anfang der Folge. Nein, das ist gar nicht wahr. Den Ameisenkopf haben wir ja noch gar nicht so lange. Oh. Ist das so? Ja. Urwissenschaft. Ja, toll. Auch nichts dazugekommen. Ja gut, aber die Ameisenrüstung hatten wir ja auch schon erforscht. Also ich kann ja mal schon mit den Ameisen teilen. Wir müssen ja eh in den Ameisen bauen. Rüstungskleber. Oh ja, cool. Aber der 1er noch, ne? Ja, müssen wir aber 3 Stück herstellen davon. Oh, okay. Die waren jetzt auch nicht so schwer herzustellen, wenn mich nicht alles täuscht. Bisschen nervig, was rein musste, aber ja, mal kurz gucken. Haben wir den überhaupt? Ja, eigentlich schon. Rüstungskleber, da ist noch Nummer 1. Saft, Seile und Milbenpelze waren dabei. Genau, das war das, was nervig war. Weil man die Dinger nämlich überall braucht. Milbenpelze braucht man irgendwie überall. Aber gut, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Siehst du genau. Und noch ein paar Sprösslinge sammeln. Sammel du noch ein paar Sprösslinge? Ja, für unten, dann können wir das da fertig machen. Sepp brauchen wir noch. Was fertig machen? Na, die. Ach so, ja. Aber wir müssten doch jetzt eigentlich noch in den Taschen was haben. Also in den Kisten was haben. Ja, klar, aber ich will, kennst du mich doch, ich sammle lieber neu, als das aus den Kisten rauszunehmen, damit man in Zeiten der Not etwas hat. Zeiten der Not. Also zum Beispiel, wenn die Frau wieder mal keine Lust hat, loszuziehen, was zu sammeln.
muss der Mann nämlich Hand anlegen. Also in Zeiten der Not. Und das mit dem Handanlegen nicht falsch verstehen. Sehr schwierig. Schwierig. So. Sehr schwierig, das nicht falsch zu verstehen. Mechstücken brauchen wir jetzt nicht. Der Stechmücken. Nein. Ich mache mich gerade eine so. Eine flog übers Kuckucksnest. Der Film, der ist so alt, den kennt sie gar nicht. Nö. Sollten wir uns mal angucken. Er ist wirklich gut. Wenn es danach geht, müssten wir uns ganz viele Filme angucken. Aber das ist schon was Besonderes. Oh, ich habe jetzt noch ein paar Stängel. Bring ich gleich mit hoch. Ach, vorher will ich diese beiden. Die Krähe. Ja, ja, also wenn die manchmal loskräht, dann denke ich auch immer, was ist denn? Krähe vor allen Dingen. Sag mal, Fliege, hast du sie noch alle? Ich packe jetzt extra die Latten weg, um dich zu verkloppen. Oh ja, da ist es. Echt, also Fliegen sammeln ist wesentlich einfacher geworden, die hauen nicht mehr ab. Und vor allem kommen die mittlerweile sogar schon zu dir. Ja, ja, die brumseln dich einfach mal an. Oh, hier muss irgendwo noch eine Latte sein. Hör auf, immer so tief zu atmen, wenn ich das Wort Latte sage. Es ist ja furchtbar. Nee. Kann man nur. Wie kann man... Nee, vergiss es. Es sind halt Latten. Vergiss es. Es sind halt Stängel, mein Gott. Stängel, besserer Begriff. Vergiss es. Hilft ja auch nicht wirklich, oder? Nee. Frag mich nur, wo der andere Stängel geblieben ist. Es sind doch eigentlich immer 5, die rauskommen. Aber gut. Nicht immer. Nee? Ja. Dann habe ich wohl Pech gehabt. Welt unter PGH. Das happen. Auch das. Nein, och. Bummel, hör auf zu. Das ist ja. Ist es. Ohne, dass du nicht gleich wieder losgeschrien hast. Das sind Bienen. Nee. Das werden immer mehr hier irgendwie. In der Ecke. Was? Bienen. Bienchen? Bienchen. Bienchen. Unsere Bienchen. Verfolgt dich sogar schon. Die Biene? Ja. Hau mich ab. Jetzt hat sie abgedreht. Aber ich sag eh, dass die Bienchen uns auf der Base definitiv noch besuchen kommen werden. So, aber die sind ja nicht angriffslustig, soweit ich weiß. Ne? Also wenn du sie nicht angreifst, ja. Wenn du nicht der Meinung bist, oh komm, ich will heute ein Bienchen haben, dann... Ich glaube eher, dass du diejenige bist, die da denn anfängt. Ja, bitte, töte sie, ich will sie haben. So, nein. Wir brauchen aber kleine Steine. Ach so, warte mal, da kann ich auf der anderen Seite die Sachen auch noch rein. Da muss erst das Gestell drunter fertig sein, damit das funktioniert. Hm. Da war ja was. Nur wieder zu übereifrig. Da war ja was. Nein, ich bin nicht zu übereifrig. Ich habe das nur gerade feststellen müssen. Also zu übereifrig. Gib mir doch nicht. Doch. Ich bin schon wieder die falschen Pässe. Bist du sowieso. Macht also jetzt keinen Unterschied. Oh, es wird schon wieder duster. Es schummert. Es wird schon wieder schummerig. Ich hab wieder. Oh, ich will Ameisenköpfe dabei. Achso, stimmt, ich habe ja eine Ameise getötet. Da war der zweite Ameisenkopf. Das ist schön. Aber warum ist der erste noch nicht drin? Weil ich ihn noch in der Tasche habe. Ah ja, klar. Packt man das Fleisch auch hier rein? Dann haben wir dann nachher genug Fleisch für die Beete. Wo stellen wir die eigentlich hin? Auch wieder oben? Ja, ich nehme es mal an. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, ich wollte ja sowieso am See dann nachher später noch einen Garten bauen. Ne? Schön mit Rutsche und so. Also. Natürlich. Hübsch gemacht halt. Vor allem mit Rutsche. Mit Seilbahn. Zipline. Dieser Kerl. Diese Frau. Ohne Worte. Viel zu viele Worte. Kann ich wahr? Wohl wahr. Kann ich wahr. Wohl wahr. Kann ich wahr. Was brauchen wir denn da jetzt noch? So schlimm bin ich gar nicht. Ach Gott, ich will, du bist nicht schlimm. Nein, nein. Das ist völlig harmlos. Auf. Die will doch nur spielen. Gut doch nicht. Steine brauchen wir. Hat man noch Steine oben?
glaube, da wir haben höchsten Steine, Steine, wenn ich hier welche über den Kopf rate. Ja. Es ist schon wieder der Schluss. Wir haben schon wieder das Ende der Folge erreicht. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Wir machen ja jetzt wieder regelmäßig. Unsere Technik funktioniert soweit. Wir werden jetzt auch gleich hören, wie die Aufnahme sich anhört. In der Hoffnung, dass alles in Ordnung ist. Ja. Und ansonsten ist wieder ein langer Arbeitstag. Komm mal her zu mir. Ich bin doch schon auf die Weg. Wir wollen ja dann wenigstens auch zusammen sein. Gehen doch schon auf die Weg. War bei Börgel. Was beim Börgel? Da bin ich. So. Dann können wir noch einmal winken und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Buchst du Zicklein zocken, grounded. Und nicht lange Pause, ich muss erst kurz nachdenken. Bis morgen. Ciao.